Bilder, die einen Mord dokumentieren. In einem Wald in Brandenburg ist unter Erde und Gestrüpp eine Leiche versteckt. Der Mörder selbst hat die Polizei an diesen Ort geführt. René Brümmer ist Ermittler bei der Kripo in Frankfurt-Oder. Er hat bereits unzählige Morde aufgeklärt. Doch dieser Fall ist auch für ihn außergewöhnlich. Dass ein Täter so gehandelt hat wie er jetzt, gerade was dann die Beseitigung der Verstorbenen betrifft, das war für uns jetzt auch eine völlig neue Situation gewesen. Das hatten wir in der Vergangenheit noch nicht. 7. Dezember 2009. Bei der Polizei meldet sich ein besorgter Anrufer. Der Ehemann von Monika S. vermisst seine Frau. Die 59-Jährige ist nach der Arbeit nicht nach Hause gekommen. Einfach spurlos verschwunden. Die Vermisste lebte hier im Plattenbau in relativ bescheidenen Verhältnissen mit ihrer Familie. Zwei Kindern, die waren schon erwachsen gewesen. Sie selbst ging der Arbeit nach als sogenannter Billigjobber in einem Pflegeheim. Monika S. ist Hartz-IV-Empfängerin. Sie arbeitet auf 1,50 Euro Basis als Altenpflegerin. Täglich geht sie einen 4 Kilometer langen Waldweg zur Arbeit. Als sie am 7. Dezember nicht mehr nach Hause kommt, gehen Ermittler Brümmer und seine Kollegen nicht gleich davon aus, dass sie einem Verbrechen zum Opfer gefallen sein könnte. Ein Mensch kann verschwinden beispielsweise, weil er selbst seinen Lebensmittelpunkt verlässt, weil er einen Suizid begeht, weil er verunglückt ist oder auch weil er ein Opfer eines Verbrechens geworden ist. Aber dafür hätten wir zu dem Zeitpunkt noch gar keine Anhaltspunkte. Niemand kann sich erklären, was mit Monika S. passiert ist. Sie gilt als äußerst zuverlässig. Doch als sie auch am nächsten Tag nicht nach Hause kommt, beginnt die Polizei mit einer groß angelegten Suchaktion. Alles rund um den Arbeitsweg der Frau wird abgesucht. Gewässer, Erdschächte, verlassene Gebäude. Man hat Krankenhäuser überprüft, möglicherweise ist ja die Vermisste dort eingeliefert worden. Man hat Suchmaßnahmen veranlasst durch die Bereitschaftspolizei. Man hat durch die Wasserschutzpolizei Suchmaßnahmen veranlasst. Man ist mit Fährtenhunden unterwegs gewesen, mit Mantrailerhunden unterwegs gewesen. Also es ist eine ganze Menge an Ermittlungen gelaufen. Doch die Beamten können die Vermisste einfach nicht finden. Die Befürchtung, dass Monika S. etwas Schlimmes zugestoßen ist, wird immer größer. Brümmer und seine Leute ermitteln jetzt auch im familiären Umfeld der Frau. Wir waren auch in der Wohnung gewesen und haben die Wohnung untersucht, ob es dort möglicherweise Hinweise dafür gibt, dass sich hier eine Gewaltstraftat ereignet hat. Aber auch hier haben wir keine Feststellung treffen können, die dafür gesprochen haben. Insofern war der Ehemann als auch die beiden erwachsenen Kinder für uns zu keinem Zeitpunkt Verdächtiger. Doch einige Tage später passiert dann etwas, mit dem der erfahrene Ermittler niemals gerechnet hätte. Am 17.12. hat der Ehemann der Vermissten bei der Polizei angerufen und mitgeteilt, dass er bei sich jetzt soeben im Briefkasten zwei Blätter gefunden hat, mit einem Text drauf, der darauf schließen lässt, dass seine Frau entführt worden ist und möglicherweise noch am Leben. Die Sache wird immer mysteriöser. Der unbekannte Erpresser schreibt Folgendes. Der Erpresserbrief beginnt mit den Worten: Wenn Sie Ihre Frau in den nächsten Tagen zurückhaben wollen, treiben Sie bis morgen 40.000 Euro auf. Ihrer Frau geht es schlecht, aber sie lebt. Das sollte Anreiz genug sein, unsere Forderung ernst zu nehmen. Versuchen Sie, sich nicht an die Polizei zu wenden. Versuchen Sie, auch nicht sonstige Tricks oder dergleichen anzuwenden. Ja, der Text geht dann weiter, dass dann die Bekleidung der Vermissten beschrieben wird. Brümmer und seine Kollegen können sich den Brief nicht erklären. Warum sollte ein beinahe mittelloses Ehepaar erpresst werden? Was steckt tatsächlich hinter diesem Schreiben? Wir waren von diesem Erpresserbrief natürlich überrascht gewesen. Damit hat niemand gerechnet. Wir wussten aber auch nicht, wie wir diesen Brief einzuordnen hatten. War es jetzt tatsächlich eine Entführung, die sich hier ereignet hat? Oder aufgrund dessen, dass dieser Fall auch in den Medien war, hat sich jetzt hier jemand als Trippelfahrer profilieren wollen, aus welchen Gründen auch immer. Und eine Variante, die natürlich durchaus auch im Raum stand, ist, dass vielleicht die Vermisste selbst hinter diesem Schreiben steckte. Die Ermittler sind alarmiert. Sie können jetzt nichts mehr ausschließen. Die Wohnung des Erpressten wird überwacht, das Telefon ebenfalls. Tage höchster Anspannung vergehen. Der Druck, der dann in so einer Situation dann auf einen einströmt, der ist immens.
Man hat ja jetzt auf einmal einen Hinweis darauf, dass die Frau möglicherweise sogar noch lebt und irgendwo festgehalten wird. Und da ist man natürlich als Polizei bestrebt, diese Frau schnellstmöglich zu finden. Leben, wenn es geht. Für Brümmer ist das ein Wettlauf gegen die Zeit. Er hofft, Monika S. noch lebend zu finden. Doch je länger sie verschwunden ist, umso geringer ist diese Chance. Und der Erpresser meldet sich nicht mehr. Das ist kein gutes Zeichen. Für uns selbst war mit fortlaufender Zeit eigentlich immer wahrscheinlicher, dass die Frau tot ist. Doch selbst hierfür gibt es nicht eine einzige Spur. Die ganze Umgebung wird erneut abgesucht, jeder Stein umgedreht, jeder noch so unwichtig erscheinende Müll untersucht. Dabei finden die Beamten auch ein Messer. Doch es trägt keine Spuren an sich. Die Polizisten suchen weiter und entdecken unter Bergen von Müll auch ein Schreiben der Staatsanwaltschaft. Ein gewisser Michel R. wird hierin wegen sexueller Nötigung beschuldigt. Zumindest sollte der Mann überprüft werden. Also wird er zur Befragung aufs Polizeirevier gebeten. Er selbst gab an, dass er da nicht wesentliche Beiträge leisten kann. Er kannte die Frau vom Sehen. Ja, sicherlich, aber das war auch das Einzige, was er angeben konnte. Der 23-jährige Michel R. ist ein Kleinkrimineller. Unter anderem wollen die Beamten von ihm wissen, ob er die Frau am Tag ihres Verschwindens eventuell auf dem Waldweg gesehen hat. Die Befragung geht zu Ende und plötzlich passiert etwas völlig Unerwartetes. Nach dem Ende der Zeugenvernehmung hat für uns überraschend der Michel R. von sich aus gesagt, er hat die Frau umgebracht. Was ihn dazu bewogen hat, jetzt zu diesem Zeitpunkt diese Aussage zu tätigen, ist uns nicht nachvollziehbar. Brümmer ist überrascht. Damit hätte er nicht gerechnet. Michel R. führt die Ermittler sogar in das entlegene Waldstück, wo die Beamten auf einen Haufen Holz und Gestrüpp stoßen. Die Kollegen von der Spurensicherung haben danach geschaut und festgestellt, ja, hier befindet sich höchstwahrscheinlich eine Leiche drunter. Man muss sich vorstellen, das waren ca. minus 20 Grad, das war alles tiefgefroren und die Kollegen haben dann ganz mühevoll über einen langen Zeitraum die Leiche auch freilegen können. Das hat lange gedauert, es war sehr kalt. Tatsächlich handelt es sich bei der Toten um Monika S. Doch warum musste die 59-Jährige sterben? Michel R. gibt Folgendes zur Protokoll. Als Motiv gab er an für seine Tat, dass er sich der Handtasche des Opfers bemächtigen wollte, er sie sprich berauben wollte. Und aus der Situation heraus hat er den Entschluss gefasst, das Opfer zu töten. Der Täter gab an, dass er die Leiche am Tatort erstmal verborgen hat, indem er sie abgedeckt hat. Und er kam in der Nacht wieder mit einer Schubkarre und hat die Leiche dann zu einem PKW gebracht. Und mit diesem PKW ist er dann hier rausgefahren in den Wald und hat die Leiche abgelegt. Bevor er die Leiche vergräbt, zieht Michel R. die Frau aus, verbrennt alle Kleidungsstücke, um Spuren zu beseitigen. Warum er aber den Erpresserbrief schreibt und warum er ohne Not ein Geständnis ablegt, bleibt unklar. Michel R. wird vor dem Landgericht Frankfurt-Oder unter anderem wegen Mordes zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Monika S. musste wegen 45 Euro sterben. Das Besondere war, dass hier eine Frau am helllichten Tag verschwunden ist von der Erdoberfläche, ohne dass wir überhaupt eine Spur finden konnten, wo sie abgeblieben ist. Dazu kam, dass wir jetzt uns hier in der Vorweihnachtszeit befunden haben und wir wollten natürlich auch insbesondere im Interesse der Familie geklärt haben, wo befindet sich denn nun die Mutter, wo befindet sich denn nun die Ehefrau? Und das wollten wir unbedingt geschafft haben vor Weihnachten. Einen Täter, der wegen 45 Euro mordet und so vorgeht, hält Hauptkommissar Brümmer für extrem gefährlich. Umso größer ist seine Erleichterung, solch einen Mann hinter Gitter gebracht zu haben.